Nummer 18, Anton Wittmann. Die 27, Sarah Hasun, die Nummer 8, Maxim. Herzlich willkommen hier zum Livestream Nordbundesliga HDAC gegen Hamburger Polo Club. 8. Spieltag. Ja, müsste es sein. Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Wir freuen uns hier auf ein schönes, spannendes Spiel und hoffen, dass wir hier ein aufregendes Match sehen zwischen dem HDAC und dem Hamburger Polo Club. Genau, heute 8. Spieltag. Heute geht es um alles für den HDAC. Der HDAC muss gewinnen, kann man sagen, um die Playoff-Hoffnungen am Leben zu halten. Ja. Die Tabelle sieht wie folgt aus. Polo hat 14 Punkte, ist Zweiter, Alster 15, Erster und der HTRC hat 10 Punkte. Und das ist auf jeden Fall die letzte Chance für den HTRC, um die Playoff-Hoffnungen zu bewahren. Müssen heute den Sieg her und ja, schauen wir uns mal an. Die Teams machen sich hier bereit, geht in wenigen Sekunden los und ja, schauen wir mal. Schiedsrichter sind heute übrigens Ole Ingwersen und René Pleißner. Viel Glück an der Pfeife, an die zwei. So, interessant hier zu sehen, HDRC startet ohne Torwart. Ja, und das ist wohl die berühmte, richtige Nordliga, von der sie alle reden, wo solche verrückten Sachen passieren, dass man mal einfach ohne Torhüter spielt. Und jetzt der HDRC gleich mit vollem Press. Im eigenen Kreis festgesetzt. Spannend zu sehen, wie Polo reagiert. Ich glaube nicht, dass sie damit gerechnet haben. Auf jeden Fall nicht von Anfang an. Schaffen es aber da ganz gut rauszuspielen. Erste Chance für Jojo Fröschle. Keine 3 Meter. Gut verteidigt von Xaver Zoom. Und jetzt der HDRC ist erstmal im Ballbesitz. Weiterhin zu 6. Polo hinter der eigenen Mittellinie, ganz tief hinten drin. Warten erstmal ab, was passiert. Man muss sagen, Polo die Überraschung gut abgeschüttelt und den ersten Angriff souverän rausgespielt. Und jetzt schauen wir mal, was der HTRC hier in Überzahl am Anfang des Spiels bewirken kann. Nochmal ganz kurz ein Wort zu Polo. Die sind ja mit 4 Siegen gestartet, ne? Ja. Und jetzt haben sie aus den letzten 3 Spielen in Anführungszeichen nur 2 Punkte geholt. Also wenn man so will, ist jetzt die Chance gegen Polo zu gewinnen so vielleicht so groß wie nie in dieser Saison. Kann man so sagen. Dominanten Start hingelegt. HDRC ist erstmal im Kreis. Und Ecke! Ecke! 3-Punkte-Regel von Pirke im Liegen gespielt. Ganz klare Ecke. Er probiert ja nochmal vorzumachen, warum es nicht der Fall war. Verstehe ich nicht ganz. Das ist eigentlich eine ziemlich klare Ecke. Klare Ecke, klare Ecke. So. Das ist natürlich direkt die Chance, nach nicht mal 2 Minuten hier in Führung zu gehen. Was enorm wichtig wäre, enorm wichtig. Dann wäre auch interessant zu sehen, ob der heute draußen bleibt beim HDRC oder ob weiterhin zu 6 gespielt wird. Schauen wir uns die Ecke erstmal an und warten ab. Neben das Tor. Ja, Michi Körber scheint da auch nicht ganz zufrieden zu sein. Ich weiß jetzt nicht genau, woran es lag, aber ich glaube, die Ablage war zu weit vorne. Kann es sein, auf jeden Fall ist er nicht ganz zufrieden. Und HTRC macht erstmal weiterhin zu 6 Druck. Und Ball jetzt wieder bei. Polo lässt sich aber viel Zeit, sehr viel Zeit. Minimalabstand vorne, 3 Meter auf 3 Meter dran. Polo wird in der eigenen Hälfte festgemacht. Und der Ballgewinn, super. Sehr gutes Pressing, muss man sagen. Genauso hat sich das Christoph Bechmann, der Trainer vom HTRC, wohl vorgestellt, um hier direkt Druck zu machen und womöglich in Führung zu gehen. Polo, muss man sagen, kommt mit dem Druck noch nicht so gut klar. Also die Überraschung hat gewirkt. Ja, nach dem ersten Angriff auf jeden Fall. Hat der Polo jetzt wirklich 3 Meter vom eigenen Kreis, also sehr, sehr tief. Versuchen jetzt immer wieder vorne Druck zu machen. Zu alleine oder auch zu zweit. Oh. Da ist die Chance. Erste war im Kreis. Außerhalb, der war außerhalb! Der war außerhalb! Der Ball war außerhalb. Der war außerhalb. Der war eindeutig außerhalb. Also aus meiner Sicht würde ich sagen, der war außerhalb.
Wir haben hier nochmal das Replay, da können wir es uns anschauen. Ball ist so knapp, knapp. Aus meiner Sicht sah es so, als wenn außerhalb wäre. Jetzt große Aufregung hier. Zeitstopp jetzt. Ole redet mit unserem Kapitän Xaver. Geht wohl jetzt um Tobias Hauke, der hier vor uns sitzt, zwischen den Bänken. Aber es scheint das Tor wohl zu stehen und damit haben wir nach 4 Minuten die Führung für den Hamburger Polo Club durch Marc Sinanoglu und damit steht es 1:0. So, jetzt wird wieder angepfiffen, jetzt kann es weitergehen. Jetzt geht es wieder hoffentlich nur ums Hockey. Wir sehen hier wie eben weiterhin, dass vereinzelt Druck gemacht wird vom Polo in Person von Willi Hoffmann-Jäckel, der immer wieder probiert rauszuschieben und Tore rauszustechen. Vorhin auch sagen will, rauszustechen. So, HDRC ist sehr geduldig. Jetzt müsste vielleicht mal mehr Zug zum Kreis kommen. Oder vielleicht mal ein Zauberball von Tobias Lietz. Also ein sehr, sehr, sehr ruhiger Spieler von HDRC. Polo steht sehr weit hinten drin. Jetzt müssen wir wieder vereinzelt Zug zu machen. HDRC auf einer Seite festzumachen. Klappt nicht so gut. Da ist die Chance von HTRC, aber gut gehalten von Niklas Gast im Tor, gut mitgespielt. Und ist wieder Aufregung. So, Polo wechselt das erste Mal mit allen, alle 5 raus. HTRC hat noch nicht gewechselt. 5 Minuten sind jetzt durch. HTRC weiterhin zu 6, Tor ist leer. Hey! Also die Emotionen sind drin auf jeden Fall. Erst 5 Minuten gespielt, aber es gehört sich auch so für so ein Derby, für so ein wichtiges Derby. Ja, so wollen wir das ja auch haben. Nochmal, wer jetzt erst eingeschaltet hat, HTRC muss heute gewinnen, um die Viertelfinalhoffnung am Leben zu halten. So einfach ist das. Jetzt wieder das gewohnte Bild, HTRC zu 6 im Aufbau, Polo hinten zu 5 drin. Und auch an der Stelle nochmal der Hinweis, wie Sie es gewohnt sind, können Sie gerne kommentieren bei YouTube im Livestream und wir werden dann auf die Fragen eingehen und da ist eine Möglichkeit, mit uns zusammen zu kommunizieren und vielleicht was Unklares noch zu klären. Richtig aufstellen! Ich glaube, er pfeift lange Ecke oder nee, Abwehr. Träger stellen, ja, wird nicht gepfiffen. Aus von Hamburger Polo Club jetzt noch von Tobi auf der Linie gehalten und jetzt kann es schnell. Jetzt könnte es mal schnell gehen. Nee. Ja, wieder ruhig gespielt. Jetzt sind wir im Aufbau. HTRC weiterhin mit der Anfangsausstellung auf dem Platz. Noch kein Wechsel, aber die ersten beiden Wechselspieler machen sich hier bereit. Während Polo schon einmal komplett alle 5 rausgenommen hat. So, jetzt ist mal Platz hier auf der Seite für Schlüter. Gut verteidigt auch von Oliver Binder. Ja. Jetzt die ersten Wechsel, jetzt kommen Tobi Posselt und Tom Schneider in die Partie. Aber weiterhin wird mit 6 Feldspielern gespielt und Anton Brinkmann sitzt neben uns hier auf der Bank. Guter Ball eigentlich durch den Kreis, kann keiner erreichen. Oh. Stecherversuch von Tom Schneider, aber der geht über das Tor. Guter Ball von Tobi Lietz, das sind genau die Dinge, die wir angesprochen hatten, die er immer wieder findet und die er finden soll. HDRC, muss man sagen, kommt jetzt besser in den Kreis.
So, die ersten 3 Minuten in Überzahl ist nicht so viel eingefallen. Jetzt immer wieder mit gefährlichen Aktionen. Hatten ja auch schon eine Ecke leider daneben geschossen. Wird interessant zu sehen sein, wie lange HTHC ohne Torwart spielt. Was meinst du? Ich glaube, solange das, so weitergeht und Polo wenige Chancen hat. Oh, das ist eine Ecke. Das ist eine Ecke. Ole sieht die Ecke. Es wird jetzt auch sich über den anderen Schiedsrichter, Rene Pleißen, auf der anderen Seite beschweren, warum er das denn nicht sieht von Seiten der HTHC-Bank. Aber ich glaube, da hat er einfach nur kurz gewartet und das Signal von seinem Partner abgewartet. Das macht ein gutes Schiedsrichter-Duo ja aus, die Kommunikation. Ja, genau das ist es. So, jetzt ist interessant zu sehen, welche Variante HTHC wählt. Ich könnte mir vorstellen, Ableger wieder. Ja, es geht wieder von der falschen Seite. Am Schluss steht Niklas Reuter. Direkt in die Mitte. Eine Riesenchance trotzdem, obwohl die Ecke irgendwie falsch rausgegeben wurde, kommt der Ball zu Tobi Possel. Und der schafft den Ball dann aus 3 Metern. Nicht aufs Tor zu bringen, leider. Jetzt Abschlag Polo, hat jetzt hier wieder weiter am Druck. Die Chancen häufen sich jetzt hier und jetzt muss langsam auch mal das erste Tor her. Ja, auf jeden Fall. Man muss jetzt auch mal belohnen für die Aktion. Polo war bis jetzt, glaube ich, 2-mal im Kreis ein Tor gemacht. Hat jetzt hier sicher schon 4-5-mal kein Tor, kein Ertrag bis jetzt. Der Ball war hoch. Schnell ausgeführt. Schuss. Ecke, super. Genau, solche Aktionen brauchen wir gut von Tom Schneider und Niki Reuter. Und dann auch vorm Torhüter da gewesen und so die Ecke rausgeholt. So, jetzt mal sehen, ob es wieder von der falschen Seite geht. Das ist schon die 3. Ecke für den HTHC. So, geht diesmal von der anderen Seite, von der sogenannten richtigen Seite. Ja. Tobi Lietz am Schuss. Körper auf Ablage. Lietz hat ja diese Saison schon aus der Position mehrere Tore gemacht. Also könnte beides sein, Schuss oder Ablage. Auf jeden Fall schwierig jetzt für Polo zu lesen. Ablage, Tor! 1-1, schönes Tor, schöne Ablage. Dafür ist er bekannt, das macht Michi Körper, Tore schießen und damit ist das 1-1 nach gut 10 gespielten Minuten gefallen und es geht weiter. Tor bleibt weiterhin draußen. Ja, so eine Ecke ist kaum zu verteidigen, würde ich sagen. Wenn er ihn so gut trifft, ja, kann der Torwart eigentlich nichts machen und auch der Rausläufer ist da eigentlich machtlos. Gut ausgeführte Ecke in der Halle. Ja. Gut befreit ist mal vom Polo. Die haben jetzt wieder den vermeintlich ersten Block auf dem Spielfeld oder zumindest den Startblock. So, jetzt Konter für den ADAC. Ja, ein körperberuhigtes Spiel. Andere Seite. Jojo Fröschle macht jetzt alleine Druck. Vereinzelt Druck. Alleine. Ein bisschen wild, aber funktioniert. Funktioniert. Polo kriegt den Ball. Gute Aktion hier von Hoffmann Jeckel. Freizeit aus dem Druck. Den Ball habe ich auch hoch gesehen, moniert hier auch Tobi Lietz von der Bank, aber hat wohl sonst niemand gesehen. Geht weiter mit Abschlag. So, wieder gewohntes Bild, muss man sagen. Hat jetzt im Aufbau zu 6. Polo tief hinten drin. Ich kann mir vorstellen, dass sie die erste Halbzeit komplett so durchspielen. Wer weiß, vielleicht werden auch komplette 60 Minuten zu 6 gespielt. Das kann alles passieren. Aber auch Polo macht keine Anstalten, seinerseits den Torhüter rauszunehmen, was wir auch oft gesehen haben. Vor allem letztes Jahr. HTHC im Kreis. Ja, gut verteidigt von Polo. So. Und wieder im Kreis, Tom Schneider. Vielleicht kann er was machen. Ja, guter Ball eigentlich. Jetzt wieder im Kreis HTC. Ja.
Schon wieder Torschuss Niklas Reuter, also HDRC muss man sagen, ist in den letzten Minuten die bessere Mannschaft, hat mehr Chancen, mehr vom Spiel. Kann man so sagen, ja. Ist die Frage, ob Witti vielleicht dann doch reagiert und seinerseits den Torhüter rausnimmt, um dem ein bisschen entgegenzuwirken und offenes 6 gegen 6 zu spielen. Oh, jetzt interessante Situation. Die beiden Österreicher, Törnblöm und Körper gegeneinander. Polo moniert, dass er keinen Abstand gehalten wurde. Michi Körper stand aber 3 Meter vom Kreis weg. Man sieht es ja auch, wo Michi gerade steht, dass das mindestens 3 Meter weg ist vom Kreis. Schiedsrichter, besprechen Sie jetzt nochmal. Ich glaube, das Beste wäre es einfach, hier alle Leute auf den Platz zu lassen und mit Abschlag weiterzumachen, ja, und die Situation zu deeskalieren. Und ich glaube, genau das. Ich glaube, das Spiel ist ja hitzig genug, da brauchen wir jetzt nicht noch mehr Schärfe reinbringen. Meine Meinung. Nicht zu dem frühen Zeitpunkt. Muss man jetzt nicht anfangen mit Karten oder sowas, um die zu werfen. Also einfach so weitermachen. Der Ball wird von Polo jetzt einfach gelöscht. Hat er jetzt wieder im Aufbau. Also Polo fällt offensiv jetzt bis auf wenige Einzelaktionen nicht viel ein gegen unseren Druck. So, jetzt die Chance von HDRC, aber gut verteidigt von Polo. Das ist jetzt eine Konterchance. Nolo, Schläger stellen, sehr gut verteidigt von Xavier Asun. Jetzt könnte es mal schnell gehen, aber Spiel wird beruhigt. Das sind eben genau die gefährlichen Situationen, die du eben angesprochen hast. Einzelaktionen von Polo, die gefährlich werden können, weil wir eben ohne Torhüter spielen. Sonst brennt hier wenig an und nach guten 14 Minuten geht's weiterhin 1:1. Wenig Tore für so ein Hallenspiel, muss man sagen. Vor allem für die Nordliga, die ja eigentlich da bekannt für ist, dass immer viele Tore fallen, aber wir haben ja auch noch genug Zeit. Die Defensiven stehen sehr, sehr gut, muss man sagen. HDC fällt jetzt auch nicht mehr so viel ein gegen den tiefen Fünfer von Polo. Jetzt ist wieder ein Ball noch weg, jetzt wird es eine Karte geben. Ja, das ist natürlich. Karte hier für Max Keim und HDC bleibt weiter mit 5 Feldspielern und ohne Torhüter. Ja, jetzt ist interessant. Geht es darum, diese Minute griffig wegzuverteidigen und einfach kein Tor zu kassieren, 1:1 zu halten und dann wird uns ansehen, ob man dann den Tor wieder reinnimmt oder weiterhin im 6 gegen 5 bleibt. Es wird hitziger. Höhe Frösche nicht ganz damit einverstanden, dass ihm der Vorteil hier abgepfiffen wird. HDC macht jetzt trotzdem Druck. Trotz Unterzahl, aber er erobert jetzt auch den Ball. Ja, sehr gut gemacht. Das sind alles Zeit von der Uhr. Nein. Pfiff für Polo, aber die lassen sich auch Zeit. So, es sieht so aus, als wenn wieder der 6. Feldspieler reinkommt. Chance für Polo. Ja, gut verteidigt von Tom Schneider. Wichtige Aktion, das Tor war leer, es wäre es 2:1 für Polo gewesen. Und damit hat es der HDRC geschafft. Jetzt wieder zu 6, die eine Minute überstanden. Ja, Polo steht hier jetzt ein bisschen verwirrt zu sein. Haben jetzt Druck gemacht im 5 gegen 6, wurden jetzt noch wieder von dem Trainer zurückgerufen, stehen jetzt wieder am eigenen Kreis. So, jetzt schön direkt gespielt. Chance für Maxi Schlüter. Ja, wieder hinten rum. HDRC muss eben aufpassen, dass er sich nicht zu nah an die Reihen rantraut, weil Polo weiterhin immer wieder raussticht und probiert, die Einzelspieler unter Druck zu setzen. Oh, sehr guter Ball im Kreis. Ja, schade. Er hat der Stürmer nicht gelesen. Selber ein bisschen überrascht. So, Polo wechselt jetzt wieder. Wieder am ganzen Block. Anders als der HDRC. Ist bei 6 Feldspielern auch nicht möglich, aber da wird immer nur punktuell gewechselt. Polo hat zum zweiten Mal schon den ganzen Block ausgetauscht.
HDRC weiter am Druck. So, der Ball war hoch. So, jetzt erstmal Bend auf dem Spielfeld. Ganz junger Spieler hier, Jugendspieler noch. Keine 18 Jahre alt, aber spielt eine ganz gute Saison. Kriegt seine Einsätze und macht seinen Job gut. Könnte heute zum Helden werden. Kann alles passieren. Heute kann alles passieren. So, Polo jetzt wieder mit bisschen Druck, aber im Grunde bleiben sie einfach hinten drin und warten ab. Warten auf die Fehler des HDRC. Das HDRC versucht natürlich, Polo müde zu spielen hinten. Jetzt kann es schnell gehen von HDRC. Unter Pöling jetzt. Ja, in der Ecke, die Ecke ist ja meistens Tor, da muss wieder schnell raus. Anton Pöling, ja einer von zwei HDRC-Spielern, die für die Hallen in Berlin nächste Woche nominiert wurden. Der andere Spieler ist Anton Brinkmann, der nach wie vor nur auf der Bank sitzt. Der HDRC mit 6 Spielern spielt. Auf der anderen Seite haben wir bei Polo mit Max Lanolu einen Spieler dabei, der Nachrücker war bzw. ist für die Hallen-EM. Und natürlich noch ein paar Österreicher, die seinerseits für Österreich zur Hallen-EM fahren werden. Ja, Michi Körper und Xaver Sun sind doch vom HDRC. Die natürlich auch vom HDRC. Insgesamt sehr viele Österreicher hier heute auf dem Platz vertreten. Jetzt Polo wieder am Ball, verlieren den Ball wieder sofort. Also ich versuche auch nicht wirklich einen eigenen Spieler vorhin zu bekommen, sind auf Schadensbegrenzung aus, Ball löschen und HDRC den Ball geben. Ja, und dann die Chancen selber daraus ziehen, dass der HDRC Fehler im Spielaufbau macht. Ja, Ball ist im Tor, aber natürlich keiner innerhalb des Kreises berührt, deswegen geht es mit Abschlag von HDRC weiter. Insgesamt kann man sagen, dass von den Rängen noch nicht so das Feuer kommt. Ich denke mal, es wird in der zweiten Halbzeit sicher anders sein. Ja, da sieht man auch, dass die Ansetzung von vielen Spielen mittwochabends oder freitagsabends doch sehr sinnvoll ist, weil da die Halle immer deutlich voller ist und die Stimmung mehr aufkochen. Genau, jetzt hier 2-1 für Polo. Schnell gespielt. Ja, das rächt sich halt dann, wenn man den Torwart nicht drin hat. Ja. Dann reicht ein toller Angriff und in dem Fall war es Zettler, der den Ball ins leere Tor schiebt. Ein langer Ball, gut rübergeblockt von Konsti Steib. Und dann ist es für Zettler leichte Übung, den Ball dann noch ins Tor zu schieben. 2-1 damit, gut 10 Minuten zu spielen hier in der ersten Halbzeit. Ander Brinkmann bleibt weiter auf der Bank. So, Pole ist mit Druck. So, jetzt wieder Konto Pole, jetzt muss man aufpassen. 3 gegen 2. Boah, gut gehalten von Tobias Lietz. Der wäre, glaube ich, reingegangen. Ich glaube, ja, das war sehr wichtig. Oh. Gute Chance für Polo, knapp daneben. Jetzt sieht man die letzten 2-3 Minuten, was eben das Gefährliche daran ist, ohne Torhüter zu spielen. Dass es reicht, egal welcher Situation, einfach nur in den Kreis zu kommen. Und dann Rückhandlupfer oder einfach nur ein Handgelenksschuss reicht das schon, um ein Tor zu erzielen oder fertig zu werden. Jetzt wieder das gewohnte Bild. Polo vom eigenen Kreis, hat jetzt 10-6 im Aufbau. Dadurch passieren jetzt nicht so viele Kreisszenen, Ecken, Torchancen, muss man sagen. Sehr taktisch geprägtes Spiel. Kann man so sagen. Nicht das Offensivfeuerwerk, was man sonst aus der Nordliga. Nicht für die Fans. Ist. Für Taktikfreunde. Da ist was dabei für Taktikfreunde. Wenn es diese Taktikfreunde gibt, dann ist das ein Spiel für die, ja. Jetzt kann es schnell gehen. Ich meine, der HDRC muss diese Simulation, wo Polo ungeordnet ist, schnell nutzen. Weil sobald die Arme hinten drin stehen, machen die das echt ordentlich. Oh, jetzt guter Ball. Ja, da muss man mehr draus machen. In solchen Duo-3-Spielen muss man daraus mehr machen.
Sehr guter Ball wieder von Tobi Lietz. Einfach durch die Mitte durch, am linken Fuß vorbei. So, jetzt gut abgefangen. Ich glaube, jetzt geht's schnell, weil Fröschle vorne ist, aber das Spiel wird wieder beruhigt hintenrum. Vielleicht muss man da aus Sicht des HDC mehr Risiko nehmen, auch mal versuchen, den schnellen Pass zu spielen, der dann vielleicht nicht immer ankommt, aber ich glaube, damit könnte man mal Lücken in die Abwehr reißen. Jetzt eine gute Chance für den HDC, aber wieder gut verteidigt von Polo. So, sind jetzt 22 Minuten gespielt. Steht 2-1 für Polo. Muss HDRC was ändern an dem Konzept? Ich glaube eigentlich nicht. Also man sieht ja, dass es sehr erfolgreich war. Die ersten 20 Minuten, jetzt die letzten 2-3 Minuten ein bisschen geschwommen, mehr zugelassen. Aber im Großen und Ganzen wenig Chancen auf 22 Minuten gerechnet. Und wenn der HDRC vorne anfängt, die Chance konsequenter zu nutzen und die Ecken reinzuschießen, geht ja eigentlich alles auf. Jetzt guter Ball. Ja, verspringt leider ein bisschen. So, Polo freut sich jetzt immer wieder besser vom Druck. Aber löscht den Ball trotzdem immer wieder. Den Ball hätte man jetzt auch nehmen können, aber ich glaube, da braucht Tobi Lietz selber auch mal seine 8 bis 10 Sekunden, um wieder durchzuschnaufen und den nächsten Angriff zu starten. Ja, muss ich auch sagen, der hat jetzt den Wechsel nicht so viel wie Polo. Die Jungs sind lange auf der Platte. Dann ist das absolut legitim und richtig, das mal zu machen. So, jetzt ist vielleicht die Chance, aber das ist auch zu durchsichtig vielleicht. So, Abwehr für Polo jetzt. Schnell gemacht, jetzt können sie ja gefährlich werden. Aber gut verteidigt von Leeds. Jetzt kann es schnell gehen, jetzt müssen wir schnell machen. 3 gegen 3. Wegen 3 Spiel wird. Ja, der war leider hoch. So, HDRC bekommt jetzt nicht mehr so den Zugriff auf Polo. Die machen das jetzt besser. Haben sich dran gewöhnt. Jetzt kannst du mal schnell gehen. Ja, das, solche Situationen, finde ich, musst du nutzen. Wenigstens mal kurz einen Meter rangehen, da kann er dich ja nicht angreifen innerhalb der ersten 3 Meter. Und dann bringst du sie erstmal ins Laufen. Aber so gibst du Polo immer die Zeit, sich hin reinzustellen, zu adjustieren und dann wird es schwierig, wenn die da den Beton anrühren. Ja, Polo macht das gut, stehen da tief. Oh, der war hoch. Ja, Vorteil. Aber trotz alledem muss man auch sagen, dass der HTC es ja trotzdem schafft, sich immer wieder die Torchancen zu erspielen, nur diese bisher nicht konsequent genug nutzt. So, jetzt. Zu wenig. So, jetzt noch 5 Minuten in der ersten Halbzeit. So. Jetzt kann es schnell gehen. Ja, HDC ist wieder ruhig. Das ist mir irgendwie ein bisschen zu brav auch. Ja, vielleicht war das natürlich auch die Ansage vom Coach, bewusst auf Ballbesitz zu gehen, um Polo müde zu spielen. Und vielleicht zeichnet sich das dann erst in der zweiten Halbzeit mehr aus, dass man sieht, dass Polo gefühlt 80% der Zeit hinterherläuft. Ja, der HDRC die meiste Zeit im Ballbesitz ist. Ja, stimmt natürlich, aber trotzdem sieht man ja, wenn der HDRC im Kreis an den Ball kommt, sind meistens 2, 3 Polo-Spieler direkt da, wenig Platz. Müssen den Ball meistens, wenn er kommt, direkt schießen. Können kaum ausholen. Werden wir jetzt hier wieder den Komplettwechsel von Polo sehen. Jetzt kannst du mal schon hier. Schade. Könnte man auch andersrum. Sehr klein gepfiffen jetzt in der Situation. Jetzt Freischlag mal für Polo in der Hälfte des HDRC. So, HDRC wird es wieder rausschieben. Ja, sehr guter Ball gewinnen. Jetzt muss es schnell gehen. Ja.
Natürlich dann auch Michi, hält sich den Ball fast wieder. Sieht wirklich so aus, als wenn der HDRC die komplette erste Halbzeit ohne Torwart spielt. Ja, und sehen, ob das, sich in der Halbzeit etwas ändert oder ob zweite Halbzeit auch so bestritten wird. So. Jetzt kommen wieder Emotionen rein, kurz vor der Pause. Ich finde, den Pfiff kann man so geben. Muss man nicht, kann man, ja. So. So, jetzt gucken wir für Polo und bis 3-1. 3-1 für Polo. Also ich bin der Meinung, man müsste in der zweiten Halbzeit vielleicht mal ein Torwart reintun. Ja, kann man überlegen. Also klar, wenn man das jetzt so sieht, so ein einfacher Rückhandlupfer, der zum Tor führt, auf der anderen Seite. Ich finde halt, dass der Überraschungseffekt jetzt weg ist. Also ich finde es gut, dass man so gestartet ist. Ja. Aber ich finde, 15-20 Minuten hat Polo hat sich jetzt ja, sieht man ja, hat sich drauf eingestellt. Ja. Das ist jetzt für die nichts Überraschendes mehr. Vielleicht, dass man jetzt sagt, okay, man tut den Tor nach der Halbzeit 10 Minuten nochmal rein und die letzten 20 dann wieder ohne. Guter Run hier von Xavasun, aber der Ball geht leider neben das Tor. Anton Pöding macht ihn da zwar schön aus der Luft rein, aber das... Polo trifft den Pfosten hier. So, jetzt kann es schnell gehen, Alle diskutieren mit Schiedsrichter, jetzt ist es 3 gegen 3. Jetzt rüber. Ja, auch gut. Ja, schade. Aus dieser Situation muss er jetzt eben mehr machen, aus ihren Kontern. Die letzten 1,5 Minuten laufen hier. Jetzt wird es ein bisschen hitziger zum Ende der Halbzeit. Ball gewinnt von HTRC. Torschuss. Keine 3 Meter gepfiffen. Keine 3 Meter. Aber gute Aktion von Michi Körper. Jetzt letzte Minute der Halbzeit, fängt gleich an. Wieder gewohntes Bild, hat jetzt zu 6 im Aufbau, Polo um einen Kreis. So, ein Tor von HDRC oder eine Ecke vor der Pause wäre wichtig, die dann zum Tor führt. Und auch mit einem positiven Gefühl in die Pause zu gehen. Aber teilweise finde ich das Spiel vom HDRC auch ein bisschen ideenlos, muss man sagen. Wenig Überraschendes. Die Leute werden dann zwar in den Ecken freigespielt, aber meistens, wie gesagt, nur in den Ecken und können dann nicht viel mehr machen, außer direkt zu schießen oder eben wieder hinten rauszuspielen. So, jetzt hier wieder Konter. Aber sehr gut, Teil von mich. Ich glaube jetzt, noch 10 Sekunden, jetzt kann es schnell gehen, aber der Ball ist... Für die rechte Seite, Server Zoom. Gut verteidigt. Jetzt noch 4 Sekunden. Krass. 3-1 zur Halbzeit zu Polo. Wir machen auch eine kurze Pause und hören uns gleich wieder.
So, jetzt fängt ihr gleich die zweite Halbzeit an. Für den HDRC geht es in der Halbzeit um alles. Ja. Und den weiteren Verlauf der Saison. Wenn man hier nicht gewinnt, dann kann man natürlich dann abhaken. Haben wir noch zwei schöne Spiele, morgen gegen UHC und in zwei Wochen noch gegen Schottbeck. Aber das war's. Also hoffen wir, dass der HDRC das nochmal rumreißt hier in den nächsten 30 Minuten und die Playoff-Chancen wagt. Los geht's. HDRC startet jetzt mit Torwart. Also wir spielen jetzt ein normales Spiel, 5 gegen 5, beide Torhüter sind drin. So. Polo bleibt weiterhin tief, machen also keinen Druck. Hat jetzt hier im Aufbau. Langer Ball ins rechte Eck. Und ja, hinten raus. Das ist eine Situation, die man braucht. Schnell gespielt. So, jetzt wird Druck gemacht und jetzt, oh. Gefährliche Situation. Oh. 4-1 für Polo. 4-1 für Polo. Ja, solche Ballverluste sind tödlich. Das ist halt ein Wunderball, der probiert wird, der nicht klappt. Und das ist natürlich auch schwierig für Anton Brinkmann hier im Tor. Halbe Stunde lang nicht gespielt und kriegst direkt so eine 1-gegen-1-Situation. Der macht da noch gut, muss man sagen. Wackelt den gut aus. Ja. Dann schiebt er mit der Rüber rein. 4-1. So, jetzt muss vom HDRC vielleicht auch mehr Aggression kommen. Mehr Wille. Aber was mich positiv stimmt, ist ja, dass wir das vom HTRC erkennen, dass es ja nichts Neues ist, mal mit zwei, drei Toren hinten zu liegen und dann wieder zurückzukommen. Das so stimmt. Auch im Hinspiel zwischen Polo und HTRC, wo HTRC zwischenzeitlich 6-3 hinten lag und dann wieder auf dem Unentschieden rangekommen ist. Oh, Ecke. So, das jetzt so ein Ding da, Ecke reinschießen, sich dann hochziehen und das Spiel drehen. Pelke hier mit dem Pfiff nicht zufrieden, aber denke, kann man so geben. Er probiert halt ins Brett zu drücken, Brett wird hochgenommen, clever, und dann ist das der absolute Ball ins Aus. Genau so. So, jetzt wieder von der falschen Seite. Wollte haben Schuss. Nicht hier auf Ablage. So, die muss rein. Die muss rein, das ist jetzt die vierte Ecke, meine ich. Ja, ein Tor aus drei Ecken. Die muss rein. Ja, abgelaufen von Polo. Jetzt Chance für Hasun. Ecke, wieder Ecke. Sehr gut. Sehr gut. Schnell reagiert hier von Michi. Freischlag rübergespielt. Nächste Ecke. Vielleicht war der Ablauf da ein Ticken zu langsam. Die waren sehr nah dran an Michi. Konnte er wenig machen. Das kann sein. Schauen, ob es zur Veränderung kommt. Vielleicht mal direkt auf Michi, könnte ich mir vorstellen. Die muss jetzt wieder rein. So, direkt auf Michi. Oh, schade. Wird irgendwie abgeblockt. Gute Variante eigentlich. Der Torwart kommt da noch ran. So, der HDRC muss jetzt aber die Stimmung auf dem Platz halten. Wir sehen es hier nochmal. So, Polo schiebt jetzt wieder ein bisschen mehr raus. So, unser Pfiff. Ja. Jetzt Ole, jetzt kann es schnell gehen. Boah, schöne Aktion. Oh, da ist eine Ecke. Super. Sehr gut. Gutes Dribbling hier so. Von Niki Reuter. Aber das ist jetzt schon wieder. Das ist jetzt die sechste Ecke. Jetzt eine aus fünf. Nee, jetzt das sich von der anderen Seite da einschalten. Also das verstehe der Ole ich. Steht auch, Ole steht auch viel näher dran. Ole steht viel näher dran. Meiner Meinung nach. Aber man kann ja aus solchen Momenten auch Kraft ziehen. Hat er jetzt hier so einen richtigen. Das wird jetzt Wut im Bauch entwickeln und da jetzt Vollgas sich reinhauen. Hier wird natürlich auch zu Recht nachgefragt, warum er jetzt überstimmen kann und beim Gegentor wird nicht überstimmt von Rene Bleisner. Naja, kann man nicht so ganz verstehen. Hukaimo. So, jetzt Posselt. Du kommt durch. Leider neben das Tor. Aber wenigstens mal Zug zum Tor. So, der hat jetzt eben, muss jetzt eigentlich pressen. Man braucht den Ball, man braucht Tore. Ja, 25 Minuten. 25 Minuten reichen dicke, aber man sollte jetzt langsam mal anfangen.
Polo übrigens wieder mit dem zweiten Block drauf jetzt gerade. Auch ein zweiter Block natürlich. Ja. Steib und Müller. Das ist ein ganz ordentlicher zweiter Block, würde ich sagen. Hier ist auch der Stil von Steib. Stil von Steib. Oh, und da gibt es die Ecke für Polo. Gibt es die Ecke für Polo. Ja. Können wir uns den Replay nochmal anschauen. Er läuft über rechts. Kommt der Stock von hinten. Ja, im Vollsprint. Schwierig. Kann man schon geben. Also den kann man geben, aber ich hadere so ein bisschen mit der Entscheidung, eben da die Ecke zu überstimmen. Naja. Den Fish Brush jetzt raus. Die Ecke ist ganz wichtig, die jetzt zu halten. Am Hauptschuss hier Olli Binder in der Mitte und Max Werner. Wir sehen, wer den Ball bekommt. Ich könnte mir vorstellen, Binder-Schuss. Da muss einer raus. Zu früh gelaufen. So, der muss jetzt zurück in den gegnerischen Schusskreis seit dieser Saison. Sagt dem Ole jetzt auch. So, jetzt wird die Ecke angepfiffen. Oh, gehalten auf der Linie, super. Von Max Keim auf der Linie gehalten. Das ist natürlich so ein Big Player, das man gerade braucht. Das ist genauso wichtig wie ein Tor. Weil der Ball wäre reingegangen. Super Aktion. Aber jetzt muss halt mal offensiv was kommen. Aggressiver Druck jetzt hier. Kohle jetzt. Ja, super. Oh, jetzt pfeift er Kreuzung. So, jetzt wird das Spiel wieder wilder, muss man sagen. Erste Halbzeit war ja sehr geordnet, immer Aufbau. Polo hinten drin hat jetzt ja Aufbau. Jetzt wird es ein bisschen wilder. Zum Anschauen sicherlich interessanter. Und jetzt kommt hier eine Neuheit. Der HTRC mit dem Blockwechsel nimmt gleichzeitig alle fünf Mann raus. Hat man die Saison selten gesehen, glaube ich. Zumindest selten in der zweiten Halbzeit, sagen wir mal so. Vielleicht müssen jetzt auch mal die Zuschauer kommen. Ist weiterhin leider sehr ruhig. Chance für Maxi Schlüter. Nochmal die Chance. Ja, ist das Tor. Sehr gut. Sehr geiles Tor. 4-2. Einfach gespielt. Über rechts in die Mitte gelegt. Schlü braucht jetzt noch zwei Versuche, aber das Ding ist drin. Das ist alles, was zählt. 4-2 jetzt. 22 Minuten. Alles noch möglich. Hat sich der Blockwechsel auf jeden Fall gelohnt. Sofort das Tor. So, Polo jetzt hier wieder im Kreis vom HDRC, den Ball wieder raus. Ah, gut verteidigt eigentlich. Klare Manndeckung jetzt beim HDRC. Wird sofort rausgeschoben, absolut richtig. Man muss jetzt Polo unter Druck setzen, darf denen keine Zeit geben, vor allem solchen Leuten wie Tizi Müller. Die suchen sich dann die Bälle aus. Schnellerstellen. Sehr gut verteidigt hier vom Youngster vom HDRC. So, jetzt wieder ruhigen Angriff. Und dann Ecke oder Tor. Ah, die linke Seite. Ja. Ecke! Das ist natürlich die Ecke. Frage. Das ist die, aber Ecke. Das ist die Ecke. Sehr gute Aktion von Tom Schneider. Tankt sich über links durch. Ungeahnte Fähigkeiten. So, ich glaube, das ist jetzt die siebte Ecke. Eine von sechs haben wir bis jetzt. Jetzt geht es wieder auf die richtige Seite. Leeds am Schuss. Ablage Schlüter. Ich kann mir vorstellen, dass Leeds direkt schießt. Ja, hat er die Saison oft genug gemacht, auch oft genug erfolgreich. Ja, Polo lässt sich hier sehr viel Zeit beim Anziehen. Aber Ola hat das sicher auf dem Schirm. Jawohl! Direktschuss von 4-3. 4-3. Ganz, ganz wichtiges Tor. Ja,
wir sind weiter. Wir sind weiter drauf. Wir haben ja leider gerade einen kleinen Bildausfall. Wir hoffen, das schnellstmöglich beheben zu können. Ich hoffe, Sie hören uns weiterhin. Müssen wir jetzt natürlich ein bisschen vermehrt für Sie kommentieren. Oder für euch, je nachdem, wie ihr zu uns steht. Per Du oder höflich im Sie. So, Polo hat jetzt den Ball verloren, jetzt Abschlag. Wir sind in der Hansestadt Hamburg, das war höflich, das sagt man nur Sie. Abschlag HDRC. Polo steht weiterhin auf Höhe der Mittellinie. Hintenrum gespielt jetzt vom HDRC. Immer noch kein Move nach vorne, weiter hintenrum. Steib schiebt es mal ein bisschen raus. Rechte Seite. So, ich glaube, wir sind wieder drauf. Wir sind wieder drauf. Wir sind wieder drauf. Oh, guter Ball von Pülling. Jetzt Tom Schneider. Für Tom Schneider aus der Ecke. Was oh. Spielt? Fuß. Fuß haben wir. Ah, weiß ich nicht. Jetzt die Chance für Polo. 3 gegen 2 Konter. Oh, ich glaube, ich knapp daneben oder so gegen den Außenpfosten. So, jetzt auf jeden Fall ein hitziges Spiel. Aber gutes Spiel. HDRC ist auf jeden Fall viel besser drin jetzt. Ja. Nachdem er nach der Halbzeit sofort ein Gegentor zum 4-1 kassiert hat. So, HDRC wieder im Aufbau. Polo ist jetzt hier dran. Tausch behauptet sich aber. Jetzt kann es schnell gehen, jetzt kann es schnell gehen. Hey. Und es vorm Kreis, der Fall vorm Kreis. Der erste Kontakt ist. So, aber hat jetzt hier auf jeden Fall jetzt am Drücker. Aber jetzt dummer Ballverlust leider. 2 gegen 1 Situation. Leider gut gelöst. 5-3, Fröschle. Die sehen es hier nochmal in der Wiederholung. Zier und dann rübergespielt. 5-3, ist trotzdem noch alles drin für den HDRC. Man muss einfach die eigenen Fehler abstellen. Ja, wenn es nur so einfach wäre. So, jetzt. Nee, jetzt. Okay. Ging ein bisschen zu schnell. Ging ein bisschen zu schnell, mal wieder Tempo rausnehmen. So, da muss man schneller raus. Die Ecke ist ja tot. Oh, guter Ball. So, gut. Geht's mal schnell von HDRC. Ball zu lang gehalten. Ja, ist dann ein Rückhandlupfer. Rückhandlupfer, der ist für Gas kein Problem. Ich kann mir vorstellen, dass der HDRC, nachdem wie es in fünf Minuten steht, den Torwart vielleicht nochmal rausnimmt, um noch mehr Druck zu erzeugen. Unmöglich. Also gerade zum Ende hin wird das auf jeden Fall passieren. Oh. Gute Aktion, aber solche Sachen muss man halt dann machen. Wir sind sehr auf dem Kreis, aber haben noch nicht den gewünschten Ertrag. So, Polo jetzt wieder im Ballbesitz. Polo hat hier natürlich alle Zeit der Welt. Weiterhin sehr ruhig in der Halle, muss man sagen. Eigentlich glaube ich, ist den Fans bewusst, um was es hier geht. Könntest du mal sagen, der HTC muss heute hier gewinnen. Selbst ein Unentschieden wird sehr wahrscheinlich zu wenig sein. Unentschieden wird zu wenig sein, ja. Man muss hier gewinnen. Chance für Jojo Fröschle von rechts. Ja, gut gehalten, von Anton. Zweiter Schuss. Ja, daneben. So, HTC wieder im Aufbau. Polo spielt hier eine Manndeckung. So, jetzt wieder Kontermöglichkeit. Die Konter sind immer diesen Sacke gefährlich. Sacke gegen Polo. Ja. Ja, gut verteidigt. Das ist unser Pfiff. So, ja. Gefällt mir jetzt deutlich besser in der zweiten Halbzeit. Das war sein Spiel mit 5 Feldspielern und nicht mit 6. Er hat ja den wichtigen Save da auf der Linie. Bei der Ecke. So. Ah,
Ah, der liegt doch da. HDRC jetzt im Manndruck. Vollpress. Vollpress. Ja, gegen den muss man aufpassen, gegen Tornblüm. Da darf man nicht rausstürzen. Sonst landet man ganz schnell bei YouTube. Oder Hockey-Filmke. Oh, schöne Aktion von Maxi Nono. Und jetzt muss es schwer gehen. Jetzt muss es schwer gehen. Die sind geordnet. Ja, leider ein ungenauer Ball. Idee ist richtig. Aber die Ausführung ein bisschen zu ungenau. Gute Parade davor auch von Anton Brinkmann. Der kann einfach in den Kreis laufen. Lange Ecke, gut verteidigt. So, es sind noch eine Viertelstunde zu spielen. HTRC braucht mindestens drei Tore. Ah, jetzt gut, aber der Ball gewinnt von jetzt Michi. Das Tor. Boah. Fuß gegen Fuß. Der gegen Fuß. Ja, gut. Ich hoffe, da bleibt Ole jetzt mal bei seiner Entscheidung und lässt sich da nicht wieder bequatschen, aber es sah für mich nach Fuß aus. Die Schiedsrichter besprechen sich hier. Ich glaube, es gibt die Ecke. Ja, es gibt die Ecke. Ja. Das ist sehr wichtig jetzt. Die muss jetzt mal rein. Wir konnten jetzt auch nicht zu 100% sagen, ob das Handschuh oder Fuß war, aber die Ecke gibt es auf jeden Fall. Ist auch eine schwierige Entscheidung. Bruchteil einer Sekunde, wann zieht er ins Brett? Wann ist das noch gegen Fuß? So, die muss rein, hat jetzt 4-5. Dann können wir uns hier auf griffige 15 Minuten freuen. Können wir uns, glaube ich, sowieso. Also das finde ich jetzt auch irgendwie wild, warum Poli hier nochmal mehr Zeit bekommt. Ich meine, die Ecke steht seit 40 Sekunden mindestens. Wenn sie einfach erstmal aufstellen und die Entscheidung des Schiedsrichters nicht erst abwarten. Aber das sieht der Schiedsrichter sonst nicht so. So, die Ecke wird. Das heißt, glaube ich, unsere 8. Ecke, kann das sein? 1 aus 8. Das ist halt auf in der Bundesliga. Fuß! Sehr Ecke. Gutes Tackling hier. Gutes Tackling von Michi. Sehr gut von Michi. So, da ist jetzt die 9. Ecke. Ja. Wir haben eben die Ecke, ging direkt in die Mitte auf Michi. Der wollte den Ball entgegenlaufen und um den Torhüter herumziehen. Gas leider geahnt und gut gehalten. Mal schauen, was jetzt wieder kommt. Gleiche Aufstellung wie eben. Michi in der Mitte. Anton Pöhling am Hauptschuss. Vielleicht wäre es mal interessant, von 1, also Anton Pöhling, ins kurze Eck zu schießen, da die Hauptbetonung ja doch Michi ist. Wieder der Ball auf Michi. Und Tor! Weiß das Ding unten links rein. Sehr schöne Ecke. 4-5. HDRC ist wieder voll da. So, Polo wechseln wieder den Block. So. Jetzt wie gewohnt, voll Press vom HDRC. Torwart ist aber noch drin, jetzt schön freigespielt hier. Steib in der linken Ecke. Ah, gut verteidigt von Maxi Schlüter. Zu viert ist da die Polo. Jetzt kannst du jetzt gehen. Auf der rechten Seite. Hey. Oh. Rechte aber Seite, wenn er ihn sieht. Die waren zu viert auf Maxi Schlüter. Polo steht jetzt auch ein bisschen offensiver. Ja, der Ball ist leider jetzt nichts. Egal. Man darf sich jetzt mit sowas nicht beschäftigen. Man muss sich jetzt hochziehen. Angriff für Angriff. Kommen die Chancen auf jeden Fall noch in 12,5 Minuten. HDRC braucht noch 2 Tore. Das ist auch eine Kreuzung. Meiner Meinung nach, das ist eine Kreuzung. Ja. So, jetzt. Chance für Anton Pöhling. Freier Schuss. Ah, oh, abgewehrt. So, jetzt. Ja! Ist das gut. Und es ist genau das. 5. Schönes Tor, Maxi Schlüter, gut vorbereitet. Jetzt ist die Halle auch mal da. 5-5. Hier sieht man, schneller Ball von Tobi Lietz.
Polo ist noch ungeordnet und dann vor jetzt muss hier gewischt werden. Blockt das Ding rein. 5:5 und jetzt können wir uns hier auf noch gut 12 Minuten Spannung pur freuen. So, Ole hilft hier nochmal beim Wischen. Jetzt kann es auch weitergehen hier. Fünf, jetzt weiter am Druck. Ich glaube, jetzt ist ein Tragpunkt. Jetzt Polo vielleicht angeschlagen. Berühmt berichtet, die Momentum, von dem man immer so spricht, auf jeden Fall auf Seiten des HTRC. Der Boxer wackelt, jetzt muss man ihn K.O. hauen, oder? Genau so. So. Oh, schön, dass hier jetzt... Ja! Ein Traumtor von Sara Hasun! 6:5 in HDRC, Wahnsinnstor. Wahnsinnstor. Mit so viel Gefühl rechts unten reingelegt. Wir sehen, dass wer den Ball umläuft. Und dann aber mit viel Auge rechts unten. Unhaltbar. Unhaltbar sage ich auch. Unhaltbar. Traumtor, sage ich also. Und damit hat sich das Spiel jetzt mal kurz gedreht. 6:5 für den HDRC. Das ändert jetzt natürlich einiges. Jetzt kann der HDRC hat nicht mehr den Zwang, unbedingt Druck machen zu müssen. Polo auf der anderen Seite muss jetzt schauen, dass sie wieder ein Tor aufholen. Ja, jetzt kann HDRC sich zurückziehen. Defensiv spielen, hinter der eigenen Mittellinie. Polo kommen lassen. Und selber die Konter fahren, die Polo in der ersten Halbzeit gefahren ist. Ja, die Halle kommt jetzt auch ein bisschen mehr auf beiden Seiten. So langsam. Die Polo-Fans als auch die HTRC-Fans. So langsam tauen sie auf. Jetzt hören wir auch erstmal Fangesänge richtig so. Das brauchen die Jungs. Das HTRC macht weiter Druck, weil es eben so gut funktioniert hat. Ja, den Ball gewinnen, aber da weiß ich nicht ganz sicher, wer den Ball dann nehmen soll. Ball ins linke Eck. Oh, der ist am Fuß von Tobias Lietz. Unglücklich. Der Ball wird eigentlich nur an die Schiene gelegt von Anton. Und dann springt der Ball gegen den Fuß von Tobi Lietz. Jetzt kam gerade die Frage rein, ob es Sinn macht, die erste Halbzeit ohne Torwart oder warum der Grund, die erste Halbzeit ohne Torwart zu spielen, ist ganz einfach, um die Gegner zu überraschen. Damit rechnet man ja nicht, dass man sofort 6 Feldspieler gegen sich hat und hat die ersten 20 Minuten noch ganz gut funktioniert. Ja, wahrscheinlich steckt auch ein bisschen da die Überlegung dahinter, dass Polo ja am Mittwoch gespielt hat und sozusagen ein Spiel mehr in den Knochen hat. Während Sie hier leider das Tor für Polo sehen. 6:6. 10 Minuten noch. Nochmal zur Erinnerung, HDRC muss das Spiel nur gewinnen. Egal wie hoch. Mit einem Torunterschied reicht. Also HDRC braucht weiterhin ein Tor. Und die Saison ist am Leben. Spieler von HDRC wieder. Polo macht jetzt auch Druck. Hoch, der ist hoch. Jetzt kann es schnell gehen. Jetzt. Yes. Rutscht der Ball ein bisschen raus. Runde Seite. Nee, das ist... Nein, nee. Runde Seite. Runde Seite. Aber clever gemacht. Von Maxi Schlüter. Jetzt wird es sehr, sehr hitzig hier. Wenig Kontrolle nur noch im Spiel drin. Oh, leider ein Fehlpass von Leeds. Boah. Ja. Das klackt ganz schön hier, aber ich glaube, Sinanolu hebt da auch ganz gut ab. Ja, ich finde es richtig, da keine Karte zu geben. Das Spiel ist hitzig genug. Chance für Jojo Fröschle.
So, kann hinten raus. So, Abschlag. Da ist noch 8 Minuten. ADAC wechselt jetzt wieder vereinzelt und nicht mehr ganz im Block. War zu erwarten jetzt für die letzten. Polo macht jetzt auch schon. Weil es entscheidet sich ja nicht nur zwischen Polo und ADAC um den zweiten Playoff-Platz. UAC hat ja auch noch ein Wort mitzureden. Auf jeden Fall. UAC spielt heute um 16 Uhr gegen den Club an der Alster. Auch ein sehr wichtiges Spiel für beide Teams. Und dann haben wir noch das Spiel von Hannover gegen Flottbeck heute in der Nordstaffel. Da geht es wahrscheinlich um den Abstieg. Wenn man davon ausgehen kann, dass sie gegen die großen vier keine Punkte mehr landen, ist das das Spiel, das alles entscheidet für die beiden Clubs. Jetzt Hasum wieder im Kreis. Schön gemacht. Ja. Gutes Tackle. Wieso? Jetzt geht's ohne irgendwas ein bisschen zu schnell. Ah, gut gespielt. So, jetzt wird's wild hier. Jetzt gibt's eine Karte gegen Törnblom. Törnblom sehr sicher, dass der Schiff für ihn war. Aber hat der Schiedsrichter andersrum gesehen. Hält den Ball fest. Hält den Ball fest, läuft los. Deswegen jetzt Überzahl von HDAC. So, jetzt die Überzahl ist nicht die große Chance jetzt. 5 gegen 4. Jetzt eine Ecke holen. Oder besser ein Tor. Ecken sind wir heute nicht ganz so stark. Lieber direkt ein Tor, würde ich auch sagen. Für uns gerade der Hinweis auch nochmal auf das Damenspiel vom HTHC hinzuweisen, was hier im Anschluss stattfindet um 16 Uhr gegen die Klipper. Damen von Klipper. Ecke? Jetzt haben wir hier die Entscheidung. Ecke. Ecke von HTHC. So, die ist jetzt ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das ist unsere 10. Ecke. Wir haben ein Tor gemacht. Ja. Polo natürlich sehr unzufrieden mit der Entscheidung. So, aus einem vermeintlichen Freischlag für sich selber eine Ecke gegen zu ziehen. Und eine grüne Karte noch dazu. Und soll es recht sein. Kurz. Natürlich die Frage. Michi steht wieder in der Mitte. Auf den wird wahrscheinlich alles laufen, was da im Tor steht und neben dem Tor. Vielleicht jetzt mal überraschend von Kurz schießen mit Anton Pöhling oder Maxi Schlüter. Kurz hoch. Kurz hoch, die Idee. Der Torwart wird wahrscheinlich mittig zwischen Michi und Maxi laufen. Dann ist das vielleicht eine Überlegung. So, Polo lässt sich jetzt viel Zeit. Die Ecke ist extrem wichtig. Und zur Erinnerung, HDRC danach noch zusätzlich in Überzahl. Eine Minute lang. So, Ecke wird jetzt gleich freigegeben. So, direkt Michi Körper. Der Posten, der gegen Posten. Ich glaube nicht, raus. Oh, aber da kommt jetzt. Da kommt jetzt. Und jetzt. Nee, jetzt geht dem Schiedsrichter wieder zu schnell. Jetzt geht es dem Schiedsrichter wieder zu schnell. Ich glaube, ich gegen Innenposten oder so gegen geht die Ecke. Rechten Innenposten, wenn ich das richtig sehe. Irgendwie unter dem Torwart durch, dann gegen rechten Innenposten und raus. Raus von Maxi Schlüter. Oh, er kriegt den Ball nicht hoch. Torhüter gelupft. Da ist der Schuss von Michi. Der Ball ist im Torhüter gefangen. Fuß. 7 Meter. 7 Meter. Das muss 7 Meter sein. Das muss 7 Meter sein. Das kann 7 Meter sein. Und Ole pfeift gerne 7 Meter. Und jetzt wird die Zeit, also. Das Ole hält die Zeit an. Oh, jetzt wieder. Vielleicht noch für uns die Chance, auf die Situation zu schauen. Der Ball ist erst im Torhüter in den Schienen drin. Ah, schwierig zu erkennen. Ein klarer 7 Meter, der Ball geht gegen den Fuß.
kein Torhüter, kein Spieler mehr dahinter. Ja. So, was wird jetzt entschieden? Es wird er pfeift raus! Was ist das denn für ein Pfiff? Er pfeift raus! Und schon wieder überstimmt Rede Meißner hier Ole Ingwersen und es wird rausgepfiffen. Schon wieder zum Nachteil des HDAC. Schon wieder zum Nachteil vom HDAC. Zwei Ecken werden hier rausgepfiffen. Eine Ecke, die vermutlich eigentlich ein Meter ist. Kann doch sein, dass er irgendwas vorher gesehen hat, was der Rest leider nicht gesehen hat. War natürlich auch eine. Also bei der Ecke eben nochmal von Michi Körber, die springt ja vom in den Pfosten raus. Nicht rein ins Tor, sondern raus ins Tor, deswegen ist es kein Tor. Vielleicht war es auch nicht der Innenpfosten, sondern nur der Pfosten. Pole jetzt im Angriff, im Kreis vom HDAC. Über die rechte Seite, Tisi Müller in der Ecke. So, und jetzt Konter. 1 gegen 2, die Situation jetzt für Anton Pöhling. Und ab, und ab. Ja, jetzt wieder ruhig hintenrum, noch 5 Minuten jetzt. Wieder Gleichzahl hier, schon etwas länger. Jetzt könnte die Halle mal kommen. Jetzt braucht der HDAC die Halle auch. Man hört wenig leider. Hätten die Polo-Fans uns gehört, fangen jetzt genau in dem Moment an. Die haben uns gehört, bin ich mir sicher. Sicher, ja. Aber der HDAC kommt ja auch. Jetzt kommt ein bisschen Stimmung in der Halle auf. Jetzt kann man natürlich zum Helden werden. Jetzt ist die Zeit für Ben Kranz. Du hast es vorhin angesprochen. Ja. Vielleicht wird Ben heute der Held. Oder Maxi Schlüter. Oh, oh no. Super Schuss. Ein super Pass von Anton Pöhling. Aber muss man leider sagen, gut gehalten von Niklas Gras. So, die beiden Bänke haben sich auch noch einiges zu sagen. Ja, aber so muss das ja auch sein im Derby. Gerade jetzt zum Ende hin, 4 Minuten noch zu spielen, unentschieden. Ungenauer Ball. Olo jetzt festgesetzt im eigenen Kreis. Die freuen sich aber. Ja, super Ballgewinn von Hasi. Oh. Michi holt den Ball in der Ecke. Vor das Tor gespielt. Ja, Gas hält. Oh, er geht am Posten. Der Ball rutscht durch am Posten. Der Ecke. Das ist so wichtig. Und da sieht man mal, was das für eine gute Arbeit ist, die Michi und Schlüter nachsetzen. So, ist jetzt unsere 12. Ecke, wenn ich richtig gezählt habe. Müsste ungefähr so sein, ja. Wir haben ein Tor gemacht. Lietz ist drauf. Hatten wir eben gesehen. Wir haben 2 Tore gemacht auf jeden Fall. Hier nämlich noch Michi Ablage in der ersten Halbzeit. Ah, stimmt, ja, genau. Und Lietzi Direktschuss. Und jetzt haben wir beide drauf. Lietzi auf dem Direktschuss, Michi auf der Ablage. 2 Möglichkeiten. Nein. Lietzi schießt das Ding jetzt rein. Rausgegeben, Ablage auf Michi und ja, er schießt das Ding! Tor! Come on! 7-6! Da ist das Tor! Noch 2 Minuten 44 zu spielen. 44 noch zu spielen. 7-6. Polo nimmt den Torwart erstmal nicht raus. Gut gespielt von Polo. Rechts im Kreis. Polo Kreis jetzt. Und jetzt probiert es vom Lupfer, aber Anton ist da. Lange Ecke. Polo ist im Ballbesitz, hat er jetzt hier hinten drin. Noch 2 Minuten hier zu spielen. Manndeckung am HTRC. Polo jetzt im Kreis. Gut verteidigt von Pöhling. Jawohl. Der geht erstmal ab. Der geht erstmal ab. 2 gegen 1 Situation. Chance für Niki Reuter. Was macht er? Der geht aus dem Kreis erstmal raus und holt die lange Ecke. Egal, das muss man jetzt abhaken. Zurück und ackern. Unterzahl HTRC jetzt. 6 Feldspieler. Bei Polo, Schläger stellen. Polo jetzt zu 6. Finde Ecke. Warum? Nein! Warum pfeift er jetzt Ecke? Ich sehe es nicht. Er wird irgendeinen Grund haben.
Also für mich sah das aus, als hätte Hase den Ball schon gehabt und Schläger, Stockschlag wird uns die Frage, wer momentan den Ball hatte. Ob wir haben es von hier nicht gesehen können. So, die Ecke ist jetzt saisonentscheidend, kann man sagen. Kann man so sagen. Jürgen Fröschle am Hauptschuss. Jetzt kann André Brinkmann sich zum Helden machen. Aber die geht rein. Kurze Eck, glaube ich. Kurze Eck, flach, so sah das aus. Jetzt auf 40 Sekunden. 40 Sekunden, nochmal zur Erinnerung. Der HTRC muss gewinnen. Braun ein Tor, muss gewinnen. Der muss gewinnen. Jetzt haben wir ein 6 gegen 6. 6 Feldspiel auf beiden Seiten, kein Torhüter mehr drin. So, 28 Sekunden. Polo macht Druck. Das ist der Ballgewinn für Polo. So, Polo lässt jetzt natürlich Zeit. Eine Chance für der HTC vielleicht noch bekommen, eine. Ja, für Polo bedeutet der Sieg natürlich auch viel, die wollen ja auch gewinnen. Rund! Runde Seite, nochmal die Chance, Ball wegspielen. Hey, nochmal ja, rüber, Hase mit der Chance. 10 Sekunden noch. Hase will es alleine machen, Stalb. Es gibt 7 Meter für Polo. 2 Sekunden vor Schluss sind 7 Meter für Polo. Die Zeit ist, ich weiß nicht, ob noch 1 Sekunde auf der Uhr ist. Eine Sekunde oder keine Sekunde. Ballverlust und dann läuft Stalb über rechts durch. Und Leeds wird auf der Linie noch abgeschossen. 7 Meter ist berechtigt. Hilft dem HTRC jetzt nicht mehr viel, weil für den HTRC heute eigentlich nur der Sieg zählt. Für Polo ist es natürlich noch sehr entscheidend, ob man hier ein oder drei Punkte aus dem Spiel mitnimmt. Ich erinnere nochmal ans Hinspiel, da hatte HTRC in den letzten Sekunden 7 Meter, wurde gegen Pfosten geschossen. Und ging dann raus. Wäre der Ausgleich gewesen. Ähnliche Situation jetzt hier. Am Schuss Billy Hoffmann-Jäckel gegen den jungen Anton Brinkmann. Ja, der trifft. Anton ist in der richtigen Ecke, aber der ist leider zu platziert geschossen. Und damit gewinnt Polo letzter Minute, letzter Sekunde, 8-7. Vielen Dank ja. fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß und bis zum nächsten Mal. Wiederschauen. Ciao.